Wir wollen heute nichts mit uns zu tun haben, doch. Wie gesagt, ist noch früh. Aha, da warte ich drauf. Wapiti. Rüberschicken. Rüberschicken. Warte, den muss ich aber erstmal antworten hier. Setzen wir ihm hier noch einen Lookduft. Verziehen uns wieder. Total andere Ecke. Was mache ich da zum Schrei? Ich habe nichts gehört jetzt gerade. Aber ich. Was hast du denn gehört? Ein Hirsch. Ein Hirsch? Ja, was für einen? Ein Wapiti oder ein Roosevelt?
Ja, gute Frage da. Der Roosevelt macht so und der Wapiti macht so ungefähr. Der 5. Ja, bin kein Wapiti, kann ich nachmachen. Jetzt komme ich ja freiwillig zu mir. Das war ein Weißwedelhirsch, wenn du das gerade gehört hast. Wenn du jetzt auf ID drückst, dann sagt er dir das ja auch. Nö, den habe ich jetzt nicht gehört. Scheiße, der ist ja direkt vor mir. Wo ist er denn? Ja, wo wedelt er denn? Ja, wo ist er denn? Wo wedelt er denn? Ja, das ist die dumme Kuh, die geht mir schon die ganze Zeit auf den Sack. Lass mich deine Frau hören. Meine Frau hört alles mit, Brummi. Die guckt auch live zu. Weiß ich doch, deswegen ja. Boah, der Dicke! Der Riesenvieh direkt vor mir. Ja, bestimmt der Scheißdicke, den ich mir eben vor die Lappen jagen. Komm näher, so kriege ich dich nicht, Jung. Ein Roosevelt, Vampiti schreit. Der muss bei dir, genau. Der steht direkt vor mir, der steht direkt vor mir, nur ich kann dir mit dem Bogen ja nicht um der Ecke schießen. Ja, ich bin doch nicht blind. Und meine Antwort geht wieder nicht. Ja, wenn er blöd wäre, dann würde er ja bei der Telekom arbeiten. Ja, machst du mal die Türe zu, Spatz, das nervt. Das war er. Wow. Jetzt sind sie alle weg. Nach der Klatschattacke. Wie klatscht, hat da gar keiner gehört. Weidmanns Heil, Herr Generaldirektor. Weidmanns Dank. Der fiel ja direkt um. Du. Ja. Schön. Ich liebe, dass meine Tiere nicht leiden müssen. Sollen sie ja auch nicht. Sauber! Ach, nichts gegen Tiere, du. Muss ich mich mal da hinsetzen? Ja. Erzählst du dem Brummi, dass er auch einen erlegt? Das Glück habe ich nicht. Aber sicher doch. Die laufen immer vor mir weg. Das ist gut. Mein lieber Schwan. Ich sag doch, bleib bei mir. Vor mir ist immer noch diese dämliche Kuh. Die schalte ich aber jetzt gleich wirklich mal aus, echt. Und ich glaube, der eine kommt was näher. Ich glaube, ich muss noch mal rufen.
Ach, ich merke,